So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Evoli. Wir haben in der Arena von Prismania City aufgehört und ist ja jetzt schon ein bisschen her. Es tut mir leid, dass es wieder eine Verzögerung gab. Lag hauptsächlich daran, dass ich gerne mit meiner Freundin aufgenommen hätte, aber sie dann erstmal keine Zeit hatte und ja, ist irgendwie die Woche nicht ganz toll gelaufen und jetzt hat sie kein Internet und jetzt kann ich wieder nicht mit ihr aufnehmen. Und ist alles irgendwie ein bisschen doof. Dann muss sie wieder auf den Geburtstag und ich bin nicht zurückgefahren. Deswegen bin ich zu Hause und nehme jetzt auf. Ja. Spanner da vorm Fenster. Ja, einziges Problem, ich habe gerade keine Uhr. Weil mein Handy hat heute Nacht nicht geladen und ich bin heute Morgen mit 7% aufgewacht. Wirklich. 7%. Das ist ja quasi nichts und dementsprechend muss mein Handy jetzt erstmal laden und dementsprechend überlege ich gerade, wo mein Wecker ist. Ich glaube hier hinten. Ja. Okay. Dann benutze ich jetzt meinen Wecker so ein bisschen. Der hat zwar keinen Timer, dass ich da speziell runterzählen lassen kann, aber der hat immerhin eine Uhr, auf der ich so ein bisschen gucken kann. Also wir haben jetzt, ja, wie lange nehme ich? Ah, hier ist nur der Rückweg. Okay, das heißt, wir nehmen jetzt so ungefähr 2-3 Minuten auf. Das heißt, noch 17 übrig bedeutet. Ach, wir machen einfach bis. Wie viel ist das? Ich will jetzt plus 20. Bis ungefähr 15, ach. Ja, es ist immer so ein bisschen doof. Ah, die hatten wir noch nicht. Das Gute an Pflanzen-Pokémon ist, dass sie leicht zu trainieren sind. Schau doch mal, wie gut ich meine Pokémon trainiert habe. Ja, Pflanzen-Pokémon sind super. Bin ich auch dafür. Also Bisasam auf jeden Fall und Bautz. Leute, ich bin richtig Bautz-Fan geworden. Ich habe das neue Anime-Opening, das wurde mir vorgeschlagen auf YouTube. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt nur hier in Japan rausgekommen ist oder ob das auch in Europa rauskam, kommt oder wie auch immer. Aber wirklich cool. Es dürfte jetzt komplett neu sein, weil ich glaube nicht, dass das ein altes war. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also kann auch sein, dass es schon von den Folgen ist, bei denen ich bin, aber ich glaube nicht. Und auch in diesem Opening hat mich Bautz wieder überzeugt, weil es so einen Daumen nach oben gibt. Und Bautz ist einfach, glaube ich, die coolste Figur im ganzen Pokémon Sonne und Mond Anime. Bin ich dafür. So. Die da haben wir aber jetzt mit Leichtigkeit fertig gemacht. So, erstmal gucken, was rechts ist, weil links ist, glaube ich, der weitere Weg und links hier rechts dürfte nur der Weg wieder zurück sein. Fusseln ist da hinten so abgehängt. So. Ja, hier kann man runter. Ach, ich wollte so leicht an die Kante springen, dass er da so ein bisschen stockt, aber nein, er springt direkt runter. Okay, das heißt, das ist wirklich nur Weg zurück. Fusseln hat aber unseren Gegner hier mit Leichtigkeit besiegt. Das hat mir auch jemand geschrieben. Oh Gott, das ist wieder eine Woche her, ne? Maki oder Steven? Ich glaube, Maki war es. Du hast mir geschrieben, zum einen, dass du deinen Namen vermisst. Ja, wir hatten gesagt, wir machen deinen Namen zur Stratini. Was hast du für Hobbys? Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist deine Leibspeise? Würdest du gegen mich kämpfen? Okay, meine Hobbys sind natürlich Gaming, hier ganz klar. Dann atme ich noch gerne, das mache ich quasi immer. Ich schreibe Geschichten, wirklich. In letzter Zeit nicht, aber generell schreibe ich Geschichten und Bowling, liebe ich. War ich auch schon lange nicht mehr. Was hast du noch gefragt? Lieblingsfarbe, schwarz. Aber ein schönes Rot mag ich auch. Deswegen sind die Bilder, wenn ich irgendwo Texte mache, schwarz-rot. Wirklich, wirklich eine wahre Geschichte. Was ist deine Leibspeise? Ich glaube Pizza. Ich mag aber auch Sachen wie Wassermelone, sehr gerne. Würdest du gegen mich kämpfen? Ja. So. Jetzt fühle ich mich hier schon wie beim Ask Wolf. Wenn ihr übrigens noch Zuschauer seid, deren Namen nicht drin ist und gerne euren Namen irgendwie verewigt haben möchtet, dann schreibt mir das gerne. Ich mache euren Namen ganz gern rein. Wirklich.
würde ich wirklich gerne machen. Oh Gott, Duflo hat überlebt. Ja, Megasauger ist nicht ganz so schlimm, obwohl. Für eine nicht sehr effektive Attacke hat es schon viel abgezogen. Aber gut, es ist auch Level 29. Was für ein Level haben wir? 28. Na gut. Ist jetzt nicht so der große Unterschied. Ich dachte, wir wären noch ein bisschen niedriger. Ja, das, was Maki, glaube ich, mir auch geschrieben hat, ist, dass ich mir nicht so viel Sorgen um das Level machen soll, weil dadurch, dass ich so viele Bonbons verfüttert habe, sind meine Pokémon vom Level her wohl über dem Level, das sie wirklich haben. Und das, finde ich, ist ein ganz guter Hinweis, weil das bedeutet, ich brauche mir da nicht so viel Sorgen machen. Willkommen in der Arena von Prismania City. Die Trainer hier mögen alle freundlich aussehen, aber unterschätze sie lieber nicht. Hier ist eine mächtige Powerfrau am Start. Glaube ich, also... Die ist nicht ohne. Und ich kann es immer nur sagen, ich finde die Version wie Pokémon Origins mit den Arena-Leitern umgeht, viel, viel besser als die Version aus dem Anime. Weil die Anime-Version ist ja so ein bisschen, Pokémon sind alle im Prinzip gleich stark und jeder Arena-Leiter, also der Arena-Leiter, zu dem Ash als erstes kommt, ist einfach schlecht. So, Rocco ist einfach schlecht. Okay, er hat ihn besiegt, indem er hier die Sprenkleranlage angehen ließ. Und auch bei Misty war das eher ein bisschen nee. Aber an sich, die Arena-Leiter sind jetzt nicht die stärksten, sagen wir es mal so. Und die Arena-Leiter weiter hinten, also sowas wie Pyro, der war zum Beispiel stark. Aber die anderen sind eher nicht so. Und im Anime, ist, also im Pokémon Origins Anime, ist das ein bisschen anders. Ich hätte vielleicht doch einfach weiter Flammenwurf einsetzen sollen. Da wird das Ganze nämlich so erklärt, als Rocco den Kampf beginnt, fragt er erstmal Rot, wie viele Orden er schon hat. Und als er ihm sagt, er hat noch gar keinen, nimmt er sich zwei Pokebälle und sagt, dann werde ich mit denen hier kämpfen. Das impliziert so ein bisschen, dass Rocco mehr als diese zwei Pokémon hat. Und je nachdem, wie viele Orden der jeweilige Trainer schon gesammelt hat, nimmt der Pokémon mit unterschiedlicher Stärke. Wir gehen nochmal heilen. So, hier kommen wir wieder raus. Und wo kommen wir da hin? Weiß nicht. Moment. Sind die beiden Wege zum gleichen Ding? Moment, das will ich ausprobieren. Es ist glücklich. Puzzlen freut sich über deinen Sieg. Ja, und das finde ich so ein bisschen cool. Weil dann kann man sagen, die Arena-Leiter machen das, was sie auch wirklich im Anime so ein bisschen darstellen wollen. Ah, okay, da kann man hier runterspringen. Alles klar. Nämlich so praktisch das Erziehen und Lehren der Trainer vor der Top 4. Vor der Pokémon-Liga. Ich weiß, im Pokémon Specials Manga sind die Top 4 so eine böse Organisation, aber in den Spielen nicht. Und das ist wirklich so eine Art Erziehung für die Trainer. Weil, wenn ihr euch mal wirklich jetzt darauf besinnt, warum sollte ein Trainer immer zuerst nach Mamoria City in Kanto gehen? Hm? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und der Grund dafür, dass es keinen Sinn macht, ist, dass die Arena-Leiter eine verschiedene Stärke an den Tag legen. Dass zufällig die Arena, die als letztes öffnet, oder die man als letztes erreichen kann, immer die schwerste von allen ist. Nein, es liegt höchstwahrscheinlich eher daran, dass die Arena-Leiter, je nachdem wie stark ein Trainer ist, unterschiedliche Stärke benutzen, um ihm was beizubringen. Ja, das wollte ich einfach mal loswerden. Und wenn wir schon dabei sind, hier irgendwelche Pokémon-Sachen zu erklären. Ich habe da letztens eine schöne Theorie gelesen, was Blues Radikal angeht. Weil Radikal ist ja dann weg, irgendwann bei Blue. Und dann trifft man ihn als nächstes erst im Pokémon-Turm, wo er wahrscheinlich sein Radikal begraben hat.
Und viele gehen davon aus, dass man das Radikal tatsächlich im Kampf irgendwie umgebracht hat. Hat Geschnetzeltes draus gemacht oder sowas. Nein, ist natürlich Quatsch. Und da habe ich eine sehr interessante Theorie gelesen, die ein bisschen damit spielt, dass Radikal, also Radfratz, beim ersten Treffen, dem optionalen Treffen, wenn man von Vertania nach links geht, dass es da schon 4 Attacken hat und dass es sich schon irgendwie 2 Level zu früh oder so auf Level 18 statt auf Level 20 schon zu einem Radikal entwickelt. Weil da haben manche gesagt, also eine Theorie besagt, dass es ein Gendefekt ist, dass dieses Pokémon sich einfach schneller evolutioniert, schneller wächst, schneller entwickelt, schneller Attacken lernt und sein Leben schneller macht. Aber dass eben, wie es oftmals so ist, solche Gendefekte auch dazu führen, dass das Pokémon schneller stirbt. Ich warne dich, schlepp mir hier keine Käfer- oder Feuer-Pokémon rein. Oh doch, das mach ich. Höre Bea. Ja, und das finde ich ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Theorie. Allerdings muss ich die auch ein bisschen entkräften, denn seien wir mal ehrlich, Blau ist nicht der Charakter, der ein Gendefekt ist oder ja, ein Pokémon hat, das schneller wächst als normal, das außer der Norm ist, hat und damit nicht angibt. Bedeutet, das war einfach bloß beim Programmieren, hat einer nicht aufgepasst und er hat es einfach aus seinem Team rausgenommen, weil es zu schwach war. Das ist einfach der Grund und ja, das Radikal ist nicht gestorben, das ist einfach bloß Gott. Das ist so meine Art, weil erstens, wenn wir sein Pokémon umgebracht hätten, er würde es uns unter die Nase reiben. Wobei, würde er wahrscheinlich nicht, weil er ist schon zu stolz und denkt, er ist besser, also wenn wir eine Chance hatten, sein Pokémon umzubringen, würde er wahrscheinlich die Schnauze halten, stimmt schon. Aber ich denke trotzdem, dass dem Radikal geht's gut und ich möchte das auch weiterhin glauben, aber nehmt die Theorie einfach mal mit, wenn ihr wollt, könnt ihr euch ja mal die durchlesen. Die gibt's im Internet, da gibt's auch, glaube ich, ein Video zu, müsst ihr mal gucken. Also ich hab's tatsächlich, was heißt ich glaube, ich hab's tatsächlich als Video gesehen. Ich hab's hier nicht durchgelesen, weil ich lese nicht den ganzen Tag Theorien, dafür habe ich keine Zeit. Das wurde mir bloß in meinen Vorschlägen vorgeschlagen von YouTube und dann habe ich mal reingeguckt. Und ja, vielleicht sagt ihr ja, das ist die Theorie, die ich vertreten kann. So, da bist du, Erika. Hallo, ist das Wetter nicht einfach herrlich? Ah, tut das gut. Einfach mal die Seele baumeln lassen. Du meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen, ich bin Erika, die Arenaleiterin von Prismania City. Meine große Leidenschaft sind Blumengestecke. Da liegt es auf der Hand, dass ich mich voll und ganz dem Training von Pflanzen-Pokémon verschrieben habe. Wie bitte? Ach, du möchtest gegen mich antreten? So sei es. Ich werde dir zeigen, aus welchem Holz meine Pokémon geschnitzt sind. Ah, Holz geschnitzt wegen Pflanzen-Pokémon. Und ich habe die nicht so narkoleptisch in Erinnerung. Wer es nicht weiß, Narkolepsie ist ja die Krankheit, bei der man hin und wieder mal einfach einschläft. Hat jetzt nichts mit Übermüdung zu tun oder sowas, das ist einfach ja, eine Nervenkrankheit, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ob es wirklich eine Nervenkrankheit ist, aber es ist auf jeden Fall nicht schön. Kann ich mir auch sehr störend vorstellen, wenn man irgendwas macht und dann fällt man einfach ein. Ich habe eben gesagt, Hobbys Bowling. Man hat die Kugel in der Hand und kippt einfach um. Stell ich mir nervig vor. Und schmerzhaft. Vor allen Dingen, wenn man auf die Kugel fällt. So, Ultrigaria. Ja, wir brennen uns hier einfach durch. Vulpix kennt da nix. Und es ist noch nicht mal entwickelt. Wenn wir jetzt schon die entwickelte Form hätten. Ich meine, wir könnten. Ja, wir könnten es entwickeln. Aber wir wollen ja noch gar nicht. Weil ich möchte ehrlich gesagt, dass meine Freundin zu singen kann. Außer Stress geht weiter. Dann bin ich böse. Nein, das ist natürlich nicht was. Das Giflor, das hält echt was aus. Boah, und es zieht auch ordentlich was ab. Ich habe gerade überlegt, vielleicht setze ich Irrlicht ein, dann kann ich es verbrennen, aber es ist ja schon verbrannt.
Ich würde sagen, wir halten einfach mit dem Flammenwurf drauf. Wir halten einfach Vulpix hoch, das macht einen Flammenwerfer und dann brennen wir das Nifloor nieder. Jetzt halt die Frage weg. Wer gibt zuerst den Löffel ab? Ich hoffe so ein bisschen Nifloor. Ja, das überlebt Nifloor nicht. So, noch ein Flammenwurf. Tschüss, Nifloor. Da ist es hin. Nifloor besiegt. Fusseln erreicht Level 30. Man soll ja eigentlich Pokémon eh nicht so früh entwickeln. Ich muss meine Niederlage eingestehen, deine Stärke ist beachtlich. Ja, aber wenn man die nicht so früh entwickelt, dann brauchen die weniger Erfahrungspunkte fürs Level-Up. Wie es aussieht, werde ich dir den Farborden erreichen müssen. Der heißt im Japanischen Buntorden, weil im Japanischen sind tatsächlich die Orden nach Farben sortiert. Also der Mamoria City Orden ist nicht der Felsorden, sondern der Grauorden. Der von Azuria ist nicht der Wasserorden, sondern der Blauorden. Dann kommt der Orangeorden. Hier kommt dann der Buntorden. Welcher Orden ist denn der nächste? Ich verwechsel immer den fünften. Der fünfte müsste der Sumpforden sein. Nee. Sumpforden ist der falsche. Der Geistorden ist das, ne? Nee. Wie heißt denn der? Auf jeden Fall der von Koga, das ist der lila Orden. Und dann gibt es den Gelborden von. Der dann Sumpforden heißt, wobei man davon ausgeht, dass da ein Fehler ist und der Sumpforden eigentlich der von Koga sein sollte und einfach die Namen vertauscht wurden. Jetzt, wo du im Besitz des Farbordens bist, werden dir alle Pokémon bis Level 50, die du per Tausch erhalten hast, gehorchen. Dann hätte ich noch etwas für dich. Hier bitte. Megasauger. Du hältst den Megasauger von Erika. Tut mir leid, Erika, ich habe eine Freundin, das wird so nix zwischen uns beiden. Bring sie einem Pokémon bei. Bringst du sie einem Pokémon bei, erhält es die Hälfte der KP, die es dem Gegner abzieht. Faszinierend, findest du nicht? Ja, für Pflanzen-Pokémon ist das eigentlich echt cool. So, hier kann ich gerade wieder runter und damit sind wir durch. Stand die da schon immer? Ich habe die irgendwie beim Reinkommen komplett übersehen. So, jetzt auch der Part gleich vorbei. Das trifft sich eigentlich ganz gut. Weil dann machen wir beim nächsten Mal die Rocket-Basis. Haben wir eigentlich alle Pokémon... Oh, unser Evoli will was. Vegetto merkt man die Aufregung immer noch an. Ich habe übrigens neue Controller für die Switch. Ich hab sie mir jetzt... So, das reicht. Ich habe sie mir jetzt mal geleistet. Ich wollte schon lange mal mindestens noch einen dritten, eher noch so einen Doppelpack. Weil falls ich jetzt mal zu zweit Mario Odyssey spielen will oder auch wenn ich bei Agathas Feier bin und wir irgendwie Freunde von ihr zu Besuch haben und die haben keine Switch, dann ja, dann kann immer nur zwei Leute spielen und das finde ich insgesamt doof und deswegen spiele ich gerade auch mit dem hellroten bis rosanen Controller. Ich habe aber auch noch den hellgrünen, diesen neongrünen, das ist die Splatoon Edition, glaube ich. Und ich habe auch noch meine normalen blau und rot. Also jetzt habe ich 4, das ist ganz cool. So Leute, das war's aber mal für heute. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Pokémon. Pokémon, Pokémon, Let's Go Evoli. Bis dann, euer Wolf.